Engelskristall, Teil 3. Legende oder Lüge? Nachdem sie Rike in ihr Team aufgenommen hatten, waren sie nun wieder zu viert. Jetzt schien alles wieder in Ordnung zu sein, und die Gruppe wollte sich gerade in Bewegung setzen, da meldete sich Patrick zu Wort. Was ist mit diesem Geist, Bastian? Ich traue ihm nicht zurecht. Er kommt vorerst nicht mit. Glaub mir, das ist besser so. Die anderen gaben ihm recht. Als die vier nun sich erneut zur Abreise bereit machten, wendete sich nun Basti zu Rika. Für den Fall, dass dir ihm etwas zustoßen sollte. Und dann murmelte er noch etwas Geistreiches, und Rika verstand ihn nicht mehr. Also wiederholte er es noch einmal in einer anderen Sprache. Man könnte auch sagen, ich bin in deiner Nähe. Süß, du machst dir Sorgen, aber das ist doch nicht nötig. Dann ging die Reise nun wirklich los. Auf in die Richtung, die das Buch wies, und weiter in die Richtung des Schwertes der Legende. Was für ein komischer Vogel, dieser Geist. Ich finde ihn irgendwie süß, obwohl ihn Daniel und Patrick überhaupt nicht mögen. Ich verstehe irgendwie nicht warum, aber egal. Als es dann dunkel wurde, trafen sie einen alten Mann. Er blickte sie kurz an und stützte sich auf seine Axt. Ihr seid ein Geschenk des Himmels. Ich wohne nur unweit von hier, in einem kleinen, aber feinen Haus, besser einer Hütte. Nur leider ist mir das Feuerholz ausgegangen und in meinem Alter ist die Axt immer so. Hättet ihr die Güte, einem alten Mann zu helfen? Okay, oder? Daniel sah die anderen an und sie nickten. Aber dürfen wir dafür ihre Gastfreundschaft in Anspruch nehmen? Der Alte willigte ein, und sie folgten ihm zu seinem Haus, obwohl Haus vielleicht nicht das richtige Wort war, sondern eher Herberge. Nun, in dieser Herberge war einiges merkwürdig. Angefangen beim Personal, dem man eine Pfanne überziehen konnte und sie reagierten nicht, bis hin zum Feuer im Kamin, welches zwar schön warm war, aber man konnte darin nicht entzünden. Es wurde immer später und es war still, ruhig und gemütlich. Nur das Feuer knisterte hin und wieder. Da waren Schritte zu hören, und der Butler bewegte sich mit einem Tablett auf die Gruppe zu und blickte Claudia an. Durch einen Wunsch, Milady. Oder ist alles für ihre Zufriedenheit? Ja, alles bestens, brachte Claudia etwas unsicher hervor. Der Kerl war ihr nicht ganz geheuer, und er sprach sie mit Milady an. Was für ein seltsames Anwesen, dachte sie sich, als sie auch schon wieder angesprochen wurde. Ist zwar etwas seltsam, aber besser als gar nichts. Oder was sagt ihr dazu? Ohne auf eine Antwort zu warten, fuhr er fort. Dann lasst uns schlafen gehen. Morgen müssen wir wieder bei Kräften sein. Als sie am nächsten Morgen erwachte, stand ein Butler neben Rikes Bett. Ist ihr Frühstück so angenehm? Ja, danke der Nachfrage. Und schon hörte man es aus Claudias Zimmer schreien. Alle eilten zu ihr und ließen alle stehen und liegen. Daniel stieß in der Aufregung sogar noch seinen Kaffee um und fluchte innerlich. Was ist denn los? Das Ei. Ist es zu hart? Kein Grund zu schreien. Nein, es hat mich angegrinst, dieses Monster-Ei. Ich habe nur das Salz gesucht und plötzlich sprach mich das Ei an. Hey Süße, das Salz ist neben deinem Kaffee. Claudia, wo ist dein Monster-Ei? Du hast einfach nur schlecht geschlafen. Alle gingen zurück in ihre Zimmer, kopfschüttelnd und murmelnd. Daniel zog erst noch das Bett ab, bevor er weiter frühstückte. Er hatte ja wegen diesem Geschrei seinen Kaffee verschüttet. Währenddessen kaute Claudia auf ihrem Toast rum, denn der Appetit auf Ei war ihr vergangen, und maulte dabei vor sich hin. Menno, warum glaubt mir keiner, dass mein Ei gesprochen hat? Ist das so ungewöhnlich, dass Eier sprechen? Manche reden mit ihren Pflanzen. Hey, stopp mal, wer spricht da? Beklag dich nicht über sprechende Eier. Und warum nicht, du Klugscheißer? Weil du dich gerade mit deinem Toast unterhältst. Ja, wer's glaubt, so paranoid bin ich auch nicht. Also erzähl dann Mist jemand anderes. Claudia blickte auf ihren Toast und ihr stockte der Atem. Herrgott nochmal! Was ist denn schon wieder los? Kann man hier nicht mal mehr in Ruhe frühstücken? Patrick kam recht langsam und gelangweilt ins Zimmer und sah Claudia an.
Wer hat denn diesmal gesprochen? Dein Kaffee? Entschuldige, dass ich grinse. Und Patrick grinste dabei wie ein Honigkuchenpferd. Claudia holte aus und warf ihm das Ei ins Gesicht. Nein, der Toastorienvieh, das ist nicht zum Lachen. Was gibt's da zu grinsen? Wohlmöglich sind wir in einem Geisterhaus. Moment mal, wenn dieser Geist nicht sofort damit aufhört, garantiere ich für nichts. Daniel schäumte vor Wut und der Toast schwebte versucht unauffällig aus dem Raum. Wegen diesem missratenen Spaßvogel habe ich meinen Kaffee verschüttet. Wo steckt das Mistvieh? Daniel rannte aus dem Zimmer und suchte nach dem Geist. Als Rike wenig später in ihr Zimmer zurückkam, saß Basti auf ihrem Bett. Na, wie gefällt dir mein Ei? Sorry, aber diesen Spaß könnte ich mir nicht verkneifen. Ich habe so selten Gäste. Rat nicht, warum ich euch eingeladen habe. Ich werde es nämlich gleich sagen. Ich habe ein mulmiges Gefühl in der Magie. Das sehen wir schon. Geister haben keine Mägen. Rico unterbrach ihn und sah ihn etwas böse an. Fast so, als würde sie mit ihm schimpfen. Wie als wenn man einem kleinen Kind sagt, es soll die Hände waschen, bevor es etwas zu essen bekommt. Wenn du mir etwas mitteilen willst, dann bleib ernst. Also, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache mit eurer Suche. Also wollte ich wissen, was du von einer Verbindung hältst. Du bekommst meine Stärke, Weisheit sowie Fähigkeiten dazu. Zu deinem eigenen. Als Gegenleistung bleibe ich in deinem Körper. Zudem hat mein ungutes Gefühl etwas mit diesem Buch zu tun. Aber nur weil ich dir eh schon vertraue. Und wenn mir irgendetwas spanisch vorkommt, schmeiß ich dich gleich wieder raus. Unser Deal steht? Dann nimm meine Hand. Als Rike seine Hand berührte, sah man einen großen grellen Blitz und Bastian war verschwunden. Ich sehe alles, was du siehst. Aber ab und zu komm hier raus. Die Stimme in meinem Kopf. Bist du das, Basti? Ja. Ungefähr 2 Stunden später machten sich alle auf den Weg. Nur Basti schlummerte ein wenig in Rike. Als sie mehrere Stunden gewandert waren, drehte Patrick sich um und bat Claudia, ihm das Buch noch einmal zu geben. Claudia und Rike verglichen das Buch mit ihrem Buch der Legenden, als Rike aufschrie. Warum? Basti hatte ihr gesagt, er könne Claudias Buch lesen. Rike teilte dies sofort den anderen mit. Alle waren geschockt. Daniel fand als erster seine Sprache wieder. Das ist unmöglich, dass du als Geist ein Buch der Engel lesen kannst. Und wo kommst du eigentlich her und du bist du Frühstücksgrusel? Was Besseres fiel ihm auf die Schnelle einfach nicht ein. Und dann begann Rike schon zu erzählen, als sie fertig war, fuhr Daniel fort. Die Engel trauten damals den Geistern, Drachen und Dämonen nicht. Und so schrieben sie es in einer Schrift, die nur sie lesen können. Das ist lachhaft, Rike. Der Geist verschaukelt dich nur. Und so schwebte Basti aus Rike hervor und krallte sich das Buch, womit er dann zu Patrick ging. Rike, komm mal her. Na, könnt ihr nichts lesen? Moment mal, dann könnt ihr. Basti drehte das Buch auf den Kopf und Patrick sowie Rike staunten nicht schlecht, als sie auf einmal diese Zeilen lesen konnten. Ja, meine Lieben, wie Daniel sagte, dürftet ihr es eigentlich nicht lesen können. Aber ich kläre euch doch mal schnell auf. Diese Schrift ist eine sogenannte simple Universalschrift, die einfach umgedreht wurde. Der Beweis, dass ich recht habe, ist, wie mir Daniel sicher bestätigen kann, dass nur diese Universalschrift der Engelschrift gleicht, wenn sie einfach umdreht. Du Klugscheißer! Daniel nickte betroffen und alle schauten erneut das Buch von Claudia an und stellten fest, dass Bastian recht hatte. Dieses Buch ist eine Falle des Cyborgs. Erinnert ihr euch noch an den Verräter Andi? Er muss uns dieses Buch zugesteckt haben. Und so zog die seltsame Truppe dem Schwert der Legenden entgegen, nicht wissend, welcher Weg nun richtig war und welcher nicht, aber wissen um ihre Mission. Währenddessen standen die Cyborgs um einen großen Stein herum. Sie murmelten geheimnisvolle Worte. Nun werden wir sehen, wie mächtig ich wirklich bin. Dieses Schwert, das Schwert der Legenden. Ha,
dass ich nicht lache, eine rostige Klinge, die nicht an meinen Bannzauber standhalten kann. C1805 hob die Arme, dann fasste er den Knauf des Schwertes an. Das Schwert begann grün zu leuchten und kurz zu blinken. Dann zog C1805 seine Hand vom Schwert, das böse Werk war vollbracht. Doch ob er wirklich so mächtig war, wie er glaubte, oder ob das Schwert doch stärker war, mochte niemand zu sagen. Die Eier. Und warum nicht, du Klugscheißer? Weil du dich gerade mit deinem Toast unterhältst. Ja, wer's glaubt, so paranoid bin ich auch nicht. Also erzähl dein Mist jemand anderes. Claudia blickte auf ihren Toast und ihr stockte der Atem. Herrgott nochmal! Was ist denn schon wieder los? Kann man hier nicht mal mehr in Ruhe frühstücken? Patrick kam recht langsam und gelangweilt ins Zimmer und sah Claudia an. Wer hat denn diesmal gesprochen? Dein Kaffee? Entschuldige, dass ich grinse. Und Patrick grinste dabei wie ein Honigkuchenpferd. Claudia holte aus und warf ihm das Ei ins Gesicht. Nein, der Toast, Dorinvieh, das ist nicht zum Lachen. Was gibt's da zu grinsen? Wohlmöglich sind wir in einem Geisterhaus. Moment mal, wenn dieser Geist nicht sofort damit aufhört, garantiere ich für nichts. Daniel schäumte vor Wut und der Toast schwebte versucht unauffällig aus dem Raum. Wegen diesem missratenen Spaßvogel habe ich meinen Kaffee verschüttet. Wo steckt das Mistvieh? Daniel rannte aus dem Zimmer und suchte nach dem Geist. Als Rike wenig später in ihr Zimmer zurückkam, saß Basti auf ihrem Bett. Na, wie gefällt dir mein Ei? Sorry, aber diesen Spaß könnte ich mir nicht verkneifen. Ich habe so selten Gäste. Frag nicht, warum ich euch eingeladen habe. Ich werde es nämlich gleich sagen. Ich habe ein mulmiges Gefühl in der Magie. Auf den Verstand. Geister haben keine Mägen. Rico unterbrach ihn und sah ihn etwas böse an. Fast so, als würde sie mit ihm schimpfen. Wie als wenn man einem kleinen Kind sagt, es soll die Hände waschen, bevor es etwas zu essen bekommt. Wenn du mir etwas mitteilen willst, dann bleib ernst. Also, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache mit eurer Suche. Also wollte ich wissen, was davon eine Verbindung ist. Du bekommst meine Stärke, Weisheit sowie Fähigkeiten dazu. Zu deinem eigenen. Als Gegenleistung bleibe ich in deinem Körper. Zudem hat mein ungutes Gefühl etwas mit diesem Buch zu tun. Aber nur weil ich dir eh schon vertraue. Und wenn mir irgendetwas spanisch vorkommt, schmeiß ich dich gleich wieder raus. Unser Deal steht? Dann nimm meine Hand. Als Rike seine Hand berührte, sah man einen großen grellen Blitz und Bastian war verschwunden. Ich sehe alles, was du siehst. Aber ab und zu komm hier raus. Die Stimme in meinem Kopf. Bist du das, Basti? Ja. Ungefähr zwei. Freiheit sowie Fähigkeiten dazu. Zu deinem eigenen. Als Gegenleistung bleibe ich in deinem Körper. Zudem hat mein ungutes Gefühl etwas mit diesem Buch zu tun. Aber nur weil ich dir eh schon vertraue. Und wenn mir irgendetwas spanisch vorkommt, schmeiß ich dich gleich wieder raus. Unser Deal steht? Dann nimm meine Hand. Als Rike seine Hand berührte, sah man einen großen grellen Blitz und Bastian war verschwunden. Ich sehe alles, was du siehst. Aber ab und zu komm hier raus. Die Stimme in meinem Kopf. Bist du das, Basti? Ja. Ungefähr 2 Stunden später machten sich alle auf den Weg. Nur Basti schlummerte ein wenig in Rike. Als sie mehrere Stunden gewandert waren, drehte Patrick sich um und bat Claudia, ihm das Buch noch einmal zu geben. Claudia und Rike verglichen das Buch mit ihrem Buch der Legenden, als Rike aufschrie. Warum? Basti hatte ihr gesagt, er könne Claudias Buch lesen. Rike teilte die sofort den anderen mit. Alle waren geschockt. Daniel fand als erster seine Sprache wieder.
Das ist unmöglich, dass du als Geist ein Buch der Engel lesen kannst. Und wo kommst du eigentlich her und du bist du Frühstücksgrusel? Was Besseres fiel ihm auf die Schnelle einfach nicht ein. Und dann begann Rike schon zu erzählen, als sie fertig war, fuhr Daniel fort. Die Engel trauten damals den Geistern, Drachen und Dämonen nicht, und so schrieben sie es in einer Schrift, die nur sie lesen können. Das ist lachhaft, Rike. Der Geist verschaukelt dich nur. Und so schwebte Basti aus Rike hervor und krallte sich das Buch, womit er dann zu Patrick ging. Rike, komm mal her. Na, könnt ihr nichts lesen? Moment mal, dann könnt ihr. Basti drehte das Buch auf den Kopf und Patrick sowie Rike staunten nicht schlecht, als sie auf einmal diese Zeilen lesen konnten. Ja, ja, meine Lieben, wie Daniel sagte, dürftet ihr es eigentlich nicht lesen können. Aber ich kläre euch doch mal schnell auf. Diese Schrift ist eine sogenannte simple Universalschrift, die einfach umgedreht wurde. Der Beweis, dass ich recht habe, ist, wie mir Daniel sicher bestätigen kann, dass nur diese Universalschrift der Engelschrift gleicht, wenn sie einfach umdreht. Du Klugscheißer! Daniel nickte betroffen und alle schauten erneut das Buch von Claudia an und stellten fest, dass Bastian recht hatte. Dieses Buch ist eine Falle des Cyborgs. Erinnert ihr euch noch an den Verräter Andi? Er muss uns dieses Buch zugesteckt haben. Und so zog die seltsame Truppe dem Schwert der Legenden entgegen, nicht wissend, welcher Weg nun richtig war und welcher nicht, aber wissen um ihre Mission. Nur leider ist ihr das Feuerholz ausgegangen und in meinem Alter ist die Axt immer. Hättet ihr die Güte, einem alten Mann zu helfen? Okay, oder? Daniel sah die anderen an und sie nickten. Aber dürfen wir dafür ihre Gastfreundschaften in Anspruch nehmen? Der Alte willigte ein und sie folgten ihm zu seinem Haus. Obwohl Haus vielleicht nicht das richtige Wort war, sondern eher Herberge. Nun, in dieser Herberge war einiges merkwürdig. Angefangen beim Personal, dem man eine Pfanne überziehen konnte und sie reagierten nicht, bis hin zum Feuer im Kamin, welches zwar schön warm war, aber man konnte darin nicht entzünden. Es wurde immer später und es war still, ruhig und gemütlich. Nur das Feuer knisterte hin und wieder. Da waren Schritte zu hören und der Butler bewegte sich mit einem Tablett auf die Gruppe zu, und blickte Claudia an. Dummheit, Wunsch, Milady. Oder ist alles für ihre Zufriedenheit? Ja, ja, alles bestens, brachte Claudia etwas unsicher hervor. Der Kerl war ihr nicht ganz geheuer und er sprach sie mit Milady an. Was für ein seltsames Anwesen, dachte sie sich, als sie auch schon wieder angesprochen wurde. Ist zwar etwas seltsam, aber besser als gar nichts. Oder was sagt ihr dazu? Ohne auf eine Antwort zu warten, fuhr er fort. Dann lasst uns schlafen gehen. Morgen müssen wir wieder bei Kräften sein. Als sie am nächsten Morgen erwachte, stand ein Butler neben Rikes Bett. Ist Ihr Frühstück so angenehm? Ja, danke der Nachfrage. Und schon hörte man es aus Claudias Zimmer schreien. Alle eilten zu ihr und ließen alle stehen und liegen. Daniel stieß in der Aufregung sogar noch seinen Kaffee um und fluchte innerlich. Was ist denn los? Das Ei. Ist es zu hart? Kein Grund zu schreien. Nein, es hat mich angegrinst, dieses Monster-Ei. Ich habe nur das Salz gesucht und plötzlich sprach mich das Ei an. Hey, Süße, das Salz ist neben deinem Kaffee. Claudia, wo ist dein Monster-Ei? Du hast einfach nur schlecht geschlafen. Alle gingen zurück in ihre Zimmer, kopfschüttelnd und murmelnd. Daniel zog erst noch das Bett ab, bevor er weiter frühstückte. Er hatte ja wegen diesem Geschrei seinen Kaffee verschüttet. Währenddessen kaute Claudia auf ihrem Toast rum, denn der Appetit auf Ei war ihr vergangen und maulte dabei vor sich hin. Menno, warum glaubt mir keiner, dass mein Ei gesprochen hat? Ist das so ungewöhnlich, dass Eier sprechen? Manche reden mit ihren Pflanzen. Hey, stopp mal, wer spricht da? Beklag dich nicht über sprechende Eier. Und warum nicht, du Klugscheißer? Weil du dich gerade mit deinem Toast unterhältst.